Im Rahmen des Elbe-Elster-Kultursommers machte die Kulturbühne des Landkreises Station auf dem Areal des Herzberger Freibades. Mit einem vielfältigen Angebot wollte man vor allem junge Gäste zu dem Event locken. Live-Musik mit Nachwuchstalenten der Kreismusikschule, mit anschließender Schaumparty und zahlreiche weitere Aktivitäten waren geplant. Leider machte den Veranstaltern das Wetter einen ziemlichen Strich durch die Rechnung, sodass die Besucherzahl am Ende überschaubar blieb. Die nächste Station der Kulturbühne wird am 4. September auf Schloss Saalgast sein. Dort steht dann ab 20 Uhr die Rockabilly-Band Flying Rockets auf der Bühne.